Hallo liebe Sportsfreunde zu einem neuen Video aus der Premier League vom 11. Spieltag aus der Premier League. Wie gesagt, heute West Ham United empfängt Stoke City. Stoke City ist hier, würde ich mal sagen, schon der Favorit, denn sie haben einfach die Einzelspieler, die schon mal ein Spiel entscheiden können, wie Bojan Krikic, Arnautovic. Aber gut, dazu kommen wir ja noch. Hier haben wir erstmal die Aufstellung von West Ham United. Andy Carroll, Payet sind natürlich die Spieler des Spiels, der Mannschaft. Lanzini ist noch auf der Bank, Töre ist noch auf der Bank. Und jetzt kommen mal Stoke City einfach mit Bojan Krikic, Arnautovic, Shaqiri, Wolscheid, den kennen wir auch noch aus der Bundesliga. Und vor allem nachlegen können sie ja auch noch. Also, der ist schon ein klarer Favorit eigentlich vor dem Spiel. Und da geht's auch schon los. Mit West Ham United hat den Anstoß gemacht. Sie spielen von links nach rechts in den dunkelbraunen bis lilanen Trikots. Und ja, mal sehen, was jetzt hier so alles passiert. Denn bisher versucht West Ham United nur den Ball zu halten. Und da kommt vielleicht mal was. Nee. Also, Stoke City fängt jetzt auch mal an, wird aber direkt gelegt. Ein Spieler von Stoke City von... Na, wer war's? Collins kriegt auch sofort gelb in der 8. Minute. Das ist schon relativ früh für einen Innenverteidiger und ja, aber verdient, kann man schon sagen. So, wir haben einen Sprung gemacht. Wir sind in der 28. Minute. Und wieder Collins. Wieder mit so einem Einsteigen. Und ich würde mal sagen, das ist gelb-rot. Ja, hier haben wir es schon. Also, West Ham United ist ab der 30. Minute in Unterzahl. Das wird jetzt sehr, sehr schwer. Denn Stoke City kann auch schön kontern. Und wenn man so nochmal reingeht, braucht man sich nicht wundern, dass er mal ein Gelb-Rot sieht und vom Platz fliegt. So, 32. Minute, jetzt fängt natürlich Stoke City an mit Bojan Krikic. Schießt und an den linken Pfosten, einfach so aus dem Stand trifft er mal den Pfosten. Das ist natürlich auch schon mal eine Ansage. Nachspielzeit der ersten Halbzeit, also in der ersten Halbzeit war nicht so viel los bisher. Deswegen haben wir jetzt wieder einen Sprung gemacht. Und jetzt ist auch schon Pause. Also, das Einzige, was wir an Höhepunkten hatten, waren zweimal gelb für Collins. Sonst war eigentlich noch nichts. Und halt natürlich von Bojan Krikic der Link, also der Pfostenschuss an der linken Pfosten. Ich denke mal, da wird jetzt schon noch gewechselt werden, denn West Ham United kann hier schon Stoke City schlagen. Die sind ja schließlich in Überzahl und haben bisher nicht so viel gebracht. Und hier kommen auch schon die Wechsel. Also, Nordfight, Noble und so weiter gehen raus. Töre, Lanzini, die kommen rein. Das ist natürlich erstmal richtige Power. Und dann geht's auch schon los. Mal sehen, was sie jetzt aus der Überzahl machen. Denn Stoke City wurde bestimmt jetzt nochmal von ihrem Trainer die Mannschaft eingestellt auf Überzahlspiel. Aber West Ham United kontert jetzt, glaube ich, ein bisschen. Sie sind schon mal auf der rechten Seite. Jetzt kann man eine Flanke reinkommen. Aber nein. Bis zur Grundlinie und dann nicht weiter sozusagen. So, wir sind in der 69. Minute. Oh. Noble an die Latte. Oder? Nee, das war der Biram. Der war Anfang der Pause sozusagen noch verletzt. Ich dachte sogar, der wird ausgewechselt. Wurde aber nicht. Ja, und jetzt setzt er einfach mal einen Schuss an die Latte. 73. Minute jetzt schon. Flanke und das ist mit einem Eigentor. Da ist das Eigentor von Stoke City. Somit führt West Ham United zu Hause total überraschend mit 1:0. Das ist natürlich ganz bitter jetzt hier. West Ham United hat schon ein bisschen Druck gemacht, aber so ein Eigentor. Torwart war dran, der ist schon so gesprungen, dass er ihn fangen könnte. Und dann macht der eigene Innenverteidiger mit der Brust über den Torwart das Eigentor. Ganz bitter.
So, und jetzt wird auch noch Bojan Krikic ausgewechselt. Jetzt, und die Juf kommt rein. Das verstehe ich nicht so viel, nicht so wirklich, weil Bojan Krikic kann einfach mal ein Spiel entscheiden oder einfach mal den Pass überhaupt machen. Aber gut, so ist es halt. Aber jetzt ein böser Fehler von West Ham United und da ist der Spieler, der einfach mal das Eigentor gemacht hat. Das ist sein Spiel heute. Der ist an jeder guten Aktion beteiligt hier und macht jetzt einfach mal das 1-1. Das gab es in der Bundesliga auch schon mal. Da war ein gewisser Herr Donati, glaube ich. Nee, oder? Jedenfalls irgendein Spieler von Mainz war an drei Toren beteiligt, zwei Eigentore und eins hat er selber gemacht. Und hier macht auch der Schütze zum 1-0 für West Ham United den Ausgleich. Und das Spiel ist wieder offen. Also jetzt wird natürlich Whelan vom Platz gehen und Josele kommt. Das heißt nochmal Offensive pur. Stoke City will jetzt hier noch den Sack zumachen. Und wir sind schon in der 85. Minute. Das heißt, wenn sie jetzt hier noch ein Tor schießen, dann wird es ganz schwierig für West Ham United. Aber in der 86. Minute kommt Carroll. Carroll im 16er. Wird Pass und Töre, der in der Pause kam. Macht zum 2-1. Was ist denn hier für ein verrücktes Spiel gerade? West Ham United kommt wieder zurück in Unterzahl. Andy Cole setzt sich schön durch und dann kommt Töre. Was kann jetzt Stoke City noch entgegensetzen? Sie haben nur noch ein paar Minuten, um den Ausgleich zu machen. Und jetzt ist die Frage natürlich, machen sie ihn noch? Sie werden es sicherlich ganz offensiv, total offensiv haben. Aber wir sind in der Nachspielzeit der 90 Minuten. West Ham United kommt nochmal. Und Carroll macht das 3-1. Stoke City ist platt. Und das Spiel ist entschieden. Was ist denn hier für ein verrücktes Spiel? Wunderbare Aktion von West Ham United. Sie konnten jetzt eiskalt im eigenen Stadion in Unterzahl und setzen hier zum 3-1 ein. Wunderbarer Spielzug und Stoke City ist tot, kann man mal so sagen. Es ist unfassbar. Bilic kann es auch kaum glauben. Und in Unterzahl 60 Minuten lang so eine Leistung abliefern, das ist schon krass. Und jetzt müsste auch demnächst abgepfiffen werden. So ist es. West Ham United dreht nicht wirklich ein Spiel, aber ist vollkommen überraschend hier. Klarer Sieger. In Unterzahl hat es irgendwie das Team von dem Trainer Bilic geschafft. Auch mit seiner Mithilfe natürlich, wegen dem Eigentor, das Spiel für sich zu gewinnen. Und hier sieht man nochmal Spieler des Spiels, das ist Andy Carroll. Zwei Schüsse, ein Tor hat er gemacht. Gut, das musste er nur reinschieben, aber trotzdem ein super Spiel. Falls euch das auch gefallen hat, das Video gerne einen Daumen hoch da lassen. Noch kommentieren, wie denkt ihr, wie geht's aus? Und abonnieren könnt ihr meinen Kanal auch noch. Und bis dahin, ciao.